Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Raft zusammen wieder mit Shelly. Hi. Ja, ihr seht sie oben auf dem Balkon stehen. Ich muss noch mal schnell mal ein bisschen für Hintergrundmusik sorgen, denn das habe ich gerade gegessen. Und vielleicht auch gleich ein bisschen Hintergrundmusik, zumindest leise. Aktuell hört ihr wahrscheinlich gar nicht so viel davon wegen dem Sturm. Unsere Reise im Raft-Projekt geht weiter. Wir wissen gar nicht, wie viel und was uns hier noch erwartet. Wir wissen aber, dass wir jetzt irgendwie von dieser Insel wieder kommen müssen. Das heißt, wir sollten mal zusammen irgendwie in eine Richtung paddeln, die uns um diese Insel herumbringt. Oder vielleicht auch mit Hilfe vom Segel. Drückt uns voll da rein. Ja, wir müssen, glaube ich, vielleicht erstmal den Anker hochziehen. Ist der noch? Ja. Dann, ja. Anker lichten, oder? Mhm. Siehst du dann ja, ob es hochgeht oder nicht. Aber mein Paddel ist auch gleich kaputt. Ich brauche bestimmt noch ein neues. Dann mach dir vielleicht erstmal ein neues. What? Was denn? Kann unser Boot kaputt gehen? Oh, hier ist auch so ein Ölteppich. Ich glaube, ich hätte gerade so einen leichten Ladedruck. Es kann sein, dass es zwischendurch ein bisschen Ladedruck ist, denn ich bin noch am Hochladen aktuell. Also diese Folge wird es auf jeden Fall wahrscheinlich, ganz komisch ruppel ich gerade. Wird wahrscheinlich daran, obwohl wir backen hier auch gegen den Berg, das hängt bestimmt auch damit zusammen. Ja, ich habe mein Paddel gerade weggeworfen. Soll ich mal hier in diese Richtung paddeln? Ja, paddel ich schon mal. Ich guck mal eben, wie lange mein Upload noch braucht. Ah, Viertelstunde, das wird wahrscheinlich die ganze Folge gehen. Na toll. Schlecht getimed. Ja. Weg, ja? Ja, wir hängen hier noch voll fest. Ich brauche noch ein Stück Kunststoff. Kunststoff haben wir mit drin. Hier ist alles weg. Da lag aber auch was rum. Das stimmt allerdings. Der ist auch gleich kaputt. Hier noch hängt alles. Jetzt passiert sich gerade gar nichts. Hier hatten wir nicht hier drin Kunststoff. Hier ist Plastik in der Truhe. Damit. Genau, ja. Mhm. So, kommen wir hier so ein bisschen weg? Nee. Oh, ich paddel hier die ganze Zeit für nichts. Schön, dass wir da reinpaddeln. Siehst du auf dem Boden, da bewegt sich praktisch nichts. Da bewegt sich tatsächlich nichts. So ist aber auch nicht kaputt. Segel setzen, das macht auch wenig Sinn. Der blöde Hai. Hängen wir den fest? Ja, der, hier hängen wir ja voll fest. Ja, und der Wind drückt uns auch voll rein aktuell. Drüber und weg. Spielst du mit dem Hai? Hm. Ich glaube eher, der Hai spielt mit mir. Ich glaube, wir kommen echt nicht so einfach weg. Ich habe auch echt keine Lust, das Fluss verkleinern und deswegen kaputt zu machen. Aber das Wetter wird besser, das ist schon mal etwas. Dann liegt es ja bestimmt auch. Soll ich das machen? Was denn? Fluss verkleinern? Nee. Ich muss auch mal hier wieder mit paddeln. Wo bist du denn? Wenn schon mal gepaddelt haben. Paddel ist auch fast wieder kaputt. Okay, wir brauchen einen Motor. Ein was? Motor. Kann man sowas machen? Was ist denn eine sinnvolle Idee, wenn man das eh nicht machen kann? Der blöde Hai. Wir kommen nicht richtig voran hier. Den Fisch auch immer bei uns. Ich glaube, es ist noch gar nichts passiert, oder? Wirkt nicht so, als würde ich hier irgendwas. Der Anker ist sicher los. Ja. Der hängt hier oben. Hm. Hier hängen wir. Ach, blöd. Na, hier hängen wir auf jeden Fall fest. Aber hier auf dieser Seite nicht.
erstmal hier was wegreißen. Haben das Segel ein bisschen gedreht. Dieser Stein hier, der ist auch. Der ist doch aber auch mitten im Floß hier, ne? Aber an dem liegt es auch. Wir werden hier nicht runterkommen, glaube ich. Warf das zu Ende. Nee. Ich sehe keine Chance. Hier dann kann man das nicht da kaputt machen, wo der Stein ist, wusste denn? Der liegt unter uns. Ja. Oh ja. Weißt du, müsstest das ganze Floß bis in die Richtung aufreißen. Um da hier wieder rauszukommen. Der Wind müsste drehen, aber das ist irgendwie auch nichts. Oh no. Was ist das so schön an der Flut? Oh, ich verdurste gerade. Stimmt. Echt blöd gemacht. Ich glaube, von dieser Insel kommen wir nicht weg. Nicht so einfach zumindest. Ich mache hier die eine Lücke hier. Schon wieder eine Variante, ist zumindest versuchen, hier hinten nochmal ein bisschen schmaler zu bauen, aber wir auch hier irgendwie festpacken. Stoff kriegen und das Holz kriegen wir zum Stück wieder. Halbköder? Ja. Hier machen wir auch noch weg. Willst du nicht schon mal wegpaddeln, wieder in die Richtung, wo wir gerade eben gepaddelt haben? Ja. Dann müssen wir aber erstmal kurz ein Paddel machen. Also merke, nicht zu sehr in große Inseln reinfahren. Das kann, also wie wir hier merken, definitiv zu Problemen führen. Nur ein bisschen, ne? Reißen uns nicht so wirklich los. Irgendwie passiert da nichts. Ich kann hier paddeln wie ein Blöder. Paddelst du schon? Den nehmen wir. Und paddelst auch. Man sieht unten im Boden, da passiert sich gut gar nichts. Wird wahrscheinlich an diesem großen Stein hier direkt unter uns liegen. Ich hab fest hier. Hier mittendrin der Stein. Aber dann müssen wir eben umbauen. Wir umbauen, wir müssen fast abreißen alles. Aber wir können versuchen. Erstmal den hier mal freizusetzen. Und vielleicht können wir da rundherum. Jetzt kann man gar nicht abmachen. Wahrscheinlich mit dem Hammer oder wie? Ja? Wieder aufsammeln, ne? Mal überlegen. Oh, kannst du es aufsammeln? Ein Platz mehr im Inventar. Netze, glaube ich. Nee. Kann ich nicht. Das ist Blödsinn, Leute. Ich wurde schon angegriffen. Ach, Achtung. Ja, toll gesagt. So, aber jetzt haben wir natürlich immer noch ein riesen Problem. Wir können ja gar nicht hier umdrehen. Drehung war ja rumzudrehen, aber geht ja gar nicht, weil ja beides im Weg. Dann erstmal mal. Ich weiß nicht, was wir alles abreißen müssen. Ich glaube nachher nur noch unsere Hütte über oder so. Aber wieso, wenn wir einfach irgendwie das Floß versuchen zu drehen? Ja, wie denn jetzt?
das auch überlegt gerade. Können wir hier noch eine Truhe hinbauen für Holz? Und draußen wahrscheinlich alles abreißen. Nee, wir müssen eigentlich einfach nur drehen. Bauen und räumliches. Aber da hinten ist es zu breit. Genau. Wir müssen doch eigentlich einfach nur drehen, aber da hinten ist es zu breit. Hier schon wieder unter. Ich bin heute immer noch die falschen Tasten, weil jetzt schmeiß mal alles weg und jetzt kann ich auch nicht mehr aufsaugen. Uff. Das ist zu voll. Kannst du das aufnehmen hier? Diesen. So siehst du den gar nicht. Luft schweben. Ich sehe ihn, ja. Aber ich kann ihn nicht hier. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn auch nicht aufnehmen. Na. Nicht schießen. Geht ja gut los hier. Oh, nervig. Und jetzt? Oh. Eigentlich auf den Sturm warten, damit wir da über. Theoretisch ist es hier zwei, vielleicht schaffen wir das. Ich weiß auch gar nicht, was dann passiert. Ja, dass wir einander trennen, das Floß. Einmal komplett durch. Ich meine, hier könnten wir schon wieder zusammengehen eigentlich. Dass wir zwei draus machen. Oh, das mal. Das ist doch eine gute Idee eigentlich. So, also machen wir hier einfach nur die Nette weg. Ey. Runtergeschmissen ist in dein Ernst. Wir haben jetzt hier wieder unser eigenes Floß. Nimm doch jetzt einfach nur den hier weg. Und das Netz. Ich denke, dass wir hier hinten wieder einen zusammenbauen, damit wir da rausschwimmen. So, jetzt sind die getrennt. Die Netze oder? Müssen alle noch. Kannst du die nochmal rausnehmen? Wieso? Weil da sonst nicht dran vorbeischwimmen wird. Ganz nett, wo du draufstehst, das muss besser. Meiner Meinung nach. So, und die. Jetzt ist meine Axt kaputt. Es geht alles gerade nach und nach kaputt. Da brauche ich zwei Stoffe und Bolzen. Und du kannst das halt. Bolzen. Schrott. Guck, jetzt sind wir voneinander getrennt, oder? Ich glaube eh nicht, dass es funktioniert, dass es zwei Teile werden. Das nicht Dann unten schon wieder. Du schmeißt mich die ganze Zeit runter. Das sind schon voneinander getrennt. Nur ich habe kein Segel. Warte. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube, ich spiele technisch nicht vorgesehen. Sie sehen sich immer noch komplett gleich. Ich kann jetzt vielleicht da einen Stopp. Einfach gerade raus eigentlich. Ich bin doch fast dieser. Wie wir Stein da durchgehen. Aber echt, die schwimmen nicht weg von dir, ne? Gibst du schon? Willst du? Ich versuche es zumindest. Weil ich bin ja komplett von dir getrennt. Macht nichts, das ist trotzdem eine Plattform. Ja, okay, doch, wir kommen raus. Aber wir müssen beide zusammen paddeln und wir müssen da hinten noch den Rest wegmachen. Und ich brauche dann noch. Kannst du dieses Wasserteil verlegen? Ja. Wasserreinigungsteil, die sind teuer in der Herstellung. Ja, ich habe hier erstmal hier die zwei Netze weggenommen. Dann Netze noch weg. Das bauen wir nachher alles schön wieder auf. Das ist ja gar kein Problem.
wenn wir hier an diesem Teil vorbei sind. Brauchst du noch Wasser? Ich weiß nicht so. Na, jetzt hab ich's. Ich hab's mir jetzt genommen. Ne? Letzten hier. Ich brauch noch einen neuen Paddel gleich. Schick bauen. Ich habe jetzt überlegt, man macht hier so eine kleine Erhöhung und eine kleine Brücke hier rüber. So. Oh, das ist eine coole Idee. So ist nicht cool. Brücken. Und Paddel, dafür brauche ich ein Seil. Seil habe. Hast du zwei Seil? Warte, ich gucke. Ja. Ausschmeißen. Wobei eins brauche ich eigentlich noch. Ja, liebe Leute, das ist die Befreiungsfolge. Wir sind hier schwer gefangen. Ich denke, ja. Da noch. Hm? Ja. Ich bin hier so ist komisch. Ja, hier. Können Sie nicht nehmen. Immer stirbt damit, die sind hier nicht. Das liegt am Synchro. Oh, nee, kannst du die wieder nehmen? Nee, ich kann sie auch nicht nehmen. Lassen wir die. Dann hole ich mir ein paar Palmblätter und mache mit Arm nicht. Ja. Ein bisschen komisch. So, jetzt haben wir ein Paddel. Jetzt müssen wir beide Vollgas raus paddeln, einfach erst so weit wie es geht. Und Mann, oh Mann, oh Mann. Was so heiß da auch, ne? So, dann lass uns mal. Oh, Kollege, Hilfe. Also bei Schlafen. Alles raus. Lass mal erstmal. Ne, der geht eh gleich runter. Wir bewegen uns doch ein bisschen. Wir bewegen uns auch. Also ich stelle mich jetzt nach hinten. Da habe ich besser einen Blick, wann wir das Teil los sind. Oh, ich falle aber mal rein, weil ich zu nah an die Kante will. Ja, der macht dann nicht so weit an die Kante. Okay. Mann. So habe ich mir die erste Folge hier auch nicht vorgestellt. Ja, so, jetzt raus. Du musst weiter immer paddeln. Ja. Ich versuche ein bisschen die Richtung noch zu regeln, damit wir da dann vorbeikommen. Aber wir bewegen uns. Hm, weiter, weiter. Bewegen uns. So, der Stein ist da hinten raus. Weiter, weiter noch. Ja. Bewegen uns. Wir sind überhaupt alles auf der Insel hier erforscht und so. Ja, wir sind doch rumgelaufen, haben diese komischen Pilze gefunden. Und da haben wir die Pilze gefunden. Und das ist am besten in die Richtung. Dein Paddel noch gut? Nicht mehr ganz lange. Weg. Schnell neues. Bleiben wir gleich wieder zurück. Ja, warte. Die Strömung drückt uns weiter in die Bucht rein. Um die Insel rum, in die Richtung. Welche? Rechts oder links? Richtung Sonne. Oder Hai. Oder Hai, ey. Da ist gar keine Sonne. Du sagst das doch. Ich hab die ganze Zeit in die andere Richtung gepaddelt. Du siehst da auch zumindest für die Mini, ne? Ja. So. Reicht, um vorbeizukommen. Eine Rettungsaktion. Das hat auch echt mal eine ganze Folge gedauert. Was steht da? Weiter noch und dann. Unser Floß ist erstmal voneinander getrennt. Schwimmt trotzdem als ISS-1. Ja. Komisch, aber ist so. Ich bin meine Möwe zu Besuch hier bei uns. Hier unten. Versuche hier noch weiter zu fahren. Paddelst du noch? Nee. Noch? Ich hab Hunger. Nee, ich hab Durst. Welche Richtung? Um irgendwie an der Insel vorbeizukommen. Hier Richtung Sonne weiter. Nach oben Richtung Insel, dass wir da dran vorbeikommen.
Terrorf. Terrorvogel. Ein Paddel. Ich hab Terrorvogel. Dieser große, der uns so einen Stein geworfen hat. Der war eklig. So, in die Richtung. Welche? Und wieder Richtung Insel? Ja, aber da dran vorbei. Ich will auch gar nichts. Oh, ist ja ganz schön anstrengend. Volle Fahrt raus, reicht, danke. So, flicken. Was? Unser Floß wieder flicken. Ja. Und noch eine Brücke und alles mögliche bauen jetzt, ne? Aber wir, dann kommen wir ja nicht mehr in unsere Hütte rein. Das macht Sinn, vielleicht in der nächsten Folge das weiterzumachen, hier wieder in die Reparatur zu gehen. Sind wir jetzt weit genug weg? Ja, das Segel treibt uns. Segel ein bisschen leicht schräg gestellt. Was machst du jetzt? Haben wir gerade Zeugs aus den Netzen. Wir müssen die Netze unbedingt wieder aufbauen. Oder müssen wir dann gleich mal gucken, wer das... Plastik, aber da hat man wieder eingesammelt. Zum haben wir jetzt halt nur noch so einen kleinen Steg hier zu unserer Hütte. Das ist eigentlich auch schick. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, schon wieder hier Bedarm springend. So, bist du hier soweit? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen und schön, dass ihr dabei wart. Da vorne ist ein Floß. Soll ich gleich rüberschwimmen? Ja, gleich. Erstmal auf hier Anker. So, jetzt mach doch erstmal beenden jetzt hier, damit wir gleich weitermachen können. Ja, sonst gleich wird's nicht mehr. Gut, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Wir haben uns rausgekämpft und nächstes Mal geht's weiter. Ne? Bis dahin, vielen, vielen Dank und tschüss.